Ja, vielen Dank, Marc, für die nette Einführung. Ich will mein Mikrofon wieder in Besitz nehmen. Ich hoffe, man versteht mich. Okay, aus allem eins und aus einem alles ein Zitat von Heraklit von der ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung ungefähr gelebt hat. Warum eine antike Idee die Zukunft der Physik ist. Das ist das Thema meines Buches, was im Januar erschienen ist, was Marc eben schon erwähnt hat. Meines Buches, was im Januar erschienen ist, The One, How an Ancient Idea Holds the Future of Physics. Worum geht es da? Es geht im Wesentlichen um zwei Fragen. Die Frage, was ist die ultimative Realität, die allem, was wir so erfahren, zugrunde liegt? Und die Frage, auf welchem Fundament sollte die Physik oder allgemein die Naturwissenschaft aufgebaut werden? Und die Behauptung, die das Buch aufstellt und versucht zu verteidigen, ist, dass die ultimative Realität ein unteilbares Ganzes ist, das Universum als verschränkter Quantenzustand oder das eine. Da tauchen natürlich Fragen auf. Erstmal, warum sollte das so sein? Warum klingt das so ein bisschen komisch, ein bisschen esoterisch? Und warum ist das überhaupt wichtig, sich über solche Sachen Gedanken zu machen? Ja, so eine Behauptung kommt natürlich irgendwie mit einem massiven philosophischen Ballast und steht schnell der Verdacht im Raum, dass das irgendein esoterischer Bullshit ist. Ich möchte behaupten, dass die Argumentation in dem Vortrag und im Buch, soweit es sich auf Physik bezieht, es geht auch ein bisschen um Philosophie und Geschichte, aber soweit es sich auf Physik bezieht, fußt die Argumentation ausschließlich auf der Basis gut bestätigter Physik. Und das Buch, der Vortrag, stellen konkret fünf Thesen auf. Erstmal, es gibt eine verborgene Quantenrealität, die unserer Alltagserfahrung zugrunde liegt. Diese Quantenrealität beschreibt ein nicht teilbares Ganzes. Dann die Vielzahl von Dingen, die wir erfahren, ist Konsequenz unserer Perspektive auf dieses nicht teilbare Ganze. Dann, dass solche monistischen Philosophien im Westen unpopulär sind, weil sie über Jahrhunderte unterdrückt wurden. Und schließlich, dass wir Monismus als Konsequenz der Quantenphysik ernst nehmen müssen, um weiteren Fortschritt in der Grundlagenwissenschaft erzielen zu können. Ich werde das in diesen sechs Unterkapiteln hier abhandeln. Erstmal, was ist Quantenrealität? Dann die Frage, warum soll alles eins sein? Da geht es um das Phänomen der Quantenverschränkung. Dann der Frage, wenn alles eins ist, warum sehen wir dann vieles? Da geht es um das Phänomen der Dekohärenz. Dann einen kleinen Ausflug in die Geschichte des Monismus, der so ein bisschen erklärt, zumindest meiner Ansicht nach, warum diese Interpretation der Quantenphysik ist. Und tatsächlich, ich bin da auch so ein bisschen langsam reingerutscht und was ich da entdeckt habe, das ist wirklich spannend wie ein Dan Brown-Plot. Ich kann da leider nur kurz drauf eingehen, mehr dazu in dem Buch. Dann die Frage, warum ist das wichtig? Die Physik, die Grundlagenphysik befindet sich aktuell in einer Krise und wir brauchen neue Gedanken. Und schließlich, da ich hier am IGPP in Freiburg bin, zum Schluss noch ein bisschen was zu Physik und Bewusstsein. Okay, fangen wir an. Was ist Quantenrealität? Wieso führt die Quantenmechanik zu der Frage, was ist real? Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen in die Anfangsjahre der Quantenphysik. Und eine Frage, die damals im Raum stand, war, besteht Materie aus Wellen oder Teilchen? Und Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Leute herausgefunden, dass letztlich beides korrekt ist. Wellen, wie elektromagnetische Strahlung, Lichtwellen oder sowas, die geben ihre Energie portionsweise ab, in sogenannten Quanten. Andererseits wird die Ausbreitung von Teilchen, wie zum Beispiel dem Elektron, durch Wellen beschrieben. Und Wellen haben eine besondere Eigenschaft, nämlich im Gegensatz zu einem Teilchen, wo man sagen kann, das ist hier oder das ist da, hat eine Welle keinen spezifischen Ort. Ja? Wenn man sich hier das Foto anschaut,
Da könnte man jetzt sagen, man sieht mehrere Wellen, tut man aber nicht. Da sieht man eine Welle mit mehreren Wellenkämmen. Ja, das ist eine einzige Welle, die da abgebildet ist. Und man kann nicht sagen, wo jetzt diese Welle ist. Ja, es gibt viele, viele Wellenkämme und die Welle ist alle diese Wellenkämme zusammen. Die Welle ist nicht lokal, nicht an einem bestimmten Ort. Und wenn das jetzt auf Teilchen zutrifft, dann ist es natürlich schwierig, da von Orten oder von Bahnen zu sprechen. Ja, und das Problem, das hatte Werner Heisenberg 1925, wo er versucht hat, die Elektronenbahn im Atom zu beschreiben. Und das hat er so beschrieben, wir waren offenbar in ein Feld siebender Nebelschwaden gelangt. Und er hat dann ziemlich schnell einen Ausweg gefunden. Er hat eine abstrakte mathematische Beschreibung gefunden, die da sehr unintuitiv war. Matrizenmechanik heißt das. Und hat sich dann auf die Philosophie des Positivismus berufen, die im Wesentlichen sagt, nur was messbar ist, ist real. Und Heisenberg hat dann ganz konkret gesagt, man darf gar nicht nach den Bahnen fragen. Ja, und das hat ziemlich schnell Widerspruch hervorgerufen, insbesondere bei Einstein. Ein Jahr später war Heisenberg zum Kolloquium in Berlin, so wie ich jetzt in Freiburg hier bin. Und hinterher ist er dann mit Einstein in seine Wohnung gegangen und die beiden haben ein bisschen diskutiert. Und Einstein hat da seine Kritik geäußert. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass man in eine physikalische Theorie nur beobachtbare Größen aufnehmen kann. Der Mond ist doch auch da, wenn keiner hinschaut. Naja, Heisenberg war nicht überzeugt. Es gab allerdings schon im Jahr 1925 eine alternative Formulierung von Erwin Schrödinger, einem österreichischen Physiker. Der hat eine Wellengleichung gefunden für diese Wellen, die diese Teilchenausbreitung beschreiben und hat dann ganz intuitiv gesagt, vielleicht kann ich Teilchen als Energiebündel überlappender Wellen beschreiben. Ja, so wie es auf dem Meer ab und zu so eine Freakwave gibt, so eine Welle, die sehr viel größer ist als alle anderen, weil sich da verschiedene Wellenzüge überlagern. So könnte so ein Teilchen entstehen in diesem Bild. Ja. Heisenberg liebte natürlich seine abstrakte Matrizenmechanik und wollte eh nur das als real ansehen, was man messen kann. Heisenberg hat kurz und knapp gesagt, das ist scheiße, was der Schrödinger da macht. Und Max Born, der mit Heisenberg zusammengearbeitet hat, der hat gesagt, okay, das ist zwar hilfreich, aber es ist etwas rein Mathematisches, ein Werkzeug, hat nichts mit der Realität zu tun. Schrödinger hat sich dann weiter überlegt, wie kann man diese Eigenschaft von Wellen, die Teilchen beschreiben, verstehen, dass Teilchen, was durch eine ausgedehnte Welle, die keinen spezifischen Ort hat, beschrieben wird, das ist auch nicht an einem speziellen Platz. Und diese Quanteneigenschaft, die kann man tatsächlich verallgemeinern. Ja, das gilt nicht nur für Teilchen und Orte, sondern es gilt für beliebige Quantenobjekte und beliebige Eigenschaften. Und Schrödinger hat dann, um darzustellen, wie verrückt, zu was für verrückten Konsequenzen das führen kann, sich diese Idee mit der Schrödingerschen Katze entwickelt. Ja, also Zitat, man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenmaschine, ganz listig gesagt, die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muss. Ja, und die führt dann dazu, dass die Katze zu 50% Wahrscheinlichkeit getötet und zu 50% Wahrscheinlichkeit nicht getötet wird. Und solange wie man nicht nachschaut, was jetzt mit der Katze los ist, gilt dann, dass in ihr die lebende und die tote Katze zu gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind. Ja, wie macht man Sinn daraus? Nach seinem Postdoc mit Max Born in Göttingen ist Heisenberg dann zu Niels Bohr nach Kopenhagen gegangen und da wollten sie dann wirklich rausfinden, wie man das Ganze verstehen kann. Und das war aber schwierig. Also Heisenberg ist da oft nächtens durch den Park gewandert und hat sich überlegt, kann die Natur möglicherweise so absurd sein, wie es scheint? Hat sich dann eines
einer Bemerkung in einem Brief seines Freundes und Studienkollegen Wolfgang Pauli, auch späterer Nobelpreisträger für Physik, erinnert, der gesagt hat, diese Sache mit den Wellen und den Teilchen, die Teilchen haben spezifische Orte, die Wellen, die haben keinen spezifischen Ort, aber einen spezifischen Impuls. Das kann man sich so vorstellen, man kann die Welt mit zwei Augen anschauen, entweder mit dem Impulsauge oder mit dem Ortsauge. Aber wenn man beide Augen aufmacht, dann ist man verloren. Dann ist es, das führt zu nichts. Ja, und das führte letztlich zu der Heisenbergschen Unschärferelation, dass man Ort und Impuls nicht genau gleichzeitig bestimmen kann. Ja, aus diesen Bausteinen haben dann Bohr und Heisenberg die Kopenhagener Deutung aufgebaut. Heisenberg wollte eigentlich nur von Teilchen reden, Bohr wollte von Teilchen und Wellen reden, Bohr hat sich dann durchgesetzt. Die Kopenhagener Deutung, die sagt letztlich aus, dass die Wellenfunktion mögliche Realitäten beschreibt, also die Schrödingersche Wellenfunktion, dass die konkreten Realitäten, wenn man etwas misst und man bekommt dann ein Teilchen raus mit einem bestimmten Ort oder eine Welle mit einem bestimmten Impuls, dass das komplementäre Beschreibungsweisen der Realität sind, die sich zwar gegensätzlich sind, aber sich ergänzen. Wenn man dann eine Messung macht, dann kollabiert die Wellenfunktion in eine dieser Realitäten. Viele Leute mögen diesen Ausdruck Kollaps im Zusammenhang mit der Kopenhagener Deutung nicht so, weil es kein physikalischer Prozess ist. Ja? Es ist nicht so, dass sich Bohr und Heisenberg die Wellenfunktion als etwas Reales vorgestellt haben, was dann tatsächlich zusammenfällt auf einen Punkt, sondern für Bohr und Heisenberg war die Wellenfunktion nur ein mathematisches Werkzeug. Ja? Und Bohr hat ganz explizit gesagt, es gibt keine Quantenrealität, es gibt keine Realität hinter der klassischen Beschreibung. Es gibt nur dieses Werkzeug der Wellenfunktion, mit dem wir Wahrscheinlichkeitsvorhersagen für unsere klassische Realität machen. Und Quantenphysik beschreibt dann nicht die Natur, sondern nur unser Wissen von der Natur. Und wenn Leute dann anfangen, metaphysisch sich zu fragen, ja, was ist denn nun wirklich das Grundlegende hinter der Quantenmechanik, dann gibt es da diesen schönen Ausdruck Shut up and calculate, also Schnauze halten und rechnen, der auf David Merman zurückgeht, der so ein bisschen diese Attitüde beschreibt. Ja. Eine Eigenschaft dieses Kollapses hier ist, dass der überall gleichzeitig auftritt im Universum, wenn man eine Messung macht. Und das führt zu kuriosen Konsequenzen. John Wheeler, bedeutender amerikanischer Physiker, Doktorvater von zwei Nobelpreisträgern, Richard Feynman und Kip Thorne, die Nobelpreise im Abstand von, ich glaube, 40 Jahren bekommen haben. Sehr, sehr origineller Denker auf vielen Bereichen. Der hat das folgende Gedankenspiel sich überlegt. Ja, also wir bekommen Strahlung aus den frühen Tagen des Universums, die können wir messen. Aber soweit diese aktive Beobachtung irgendwas damit zu tun hat, was wir als Realität bezeichnen, dann kann man sagen, dass ein Beobachter, der im Universum entstanden ist, indem er das frühe Universum anschaut, durch diesen Akt der Beobachtung dazu oder das Universum überhaupt erst erzeugt. Ja? Dazu hat er diesen Plot hier gemacht, dieses U, das soll das Universum darstellen. Hier rechts fängt es ganz klein an, es dehnt sich dann aus. Irgendwann entstehen in diesem Universum bewusste Beobachter und diese bewussten Beobachter, die schauen zurück auf den Ursprung des Universums. Und allein dadurch, dass sie dann auf den Ursprung des Universums zurückschauen, entsteht das Universum überhaupt. Das klingt ein bisschen bizarr. Und man fragt sich, wie soll man das jetzt verstehen? War Wheeler verrückt geworden? Oder erzeugen wir jedes Mal, wenn wir aus dem Fenster schauen, per Zeitreise das Universum?
Oder können wir uns das irgendwie alternativ erklären? Ja, und ich denke, eine vernünftige alternative Erklärung ist, dass es tatsächlich im Gegensatz zu dem, was Bohr und Heisenberg sich überlegt haben, eine Quantenrealität gibt, eine Realität, die der Quantenphysik zugrunde liegt und dass das, was wir als Universum wahrnehmen, nur eine Perspektive auf diese fundamentalere Quantenrealität ist. Ja, so wie wenn wir eine Cola-Dose haben, wenn wir die von oben angucken, dann sieht die aus wie so ein aluminiumfarbener Kreis und wenn wir die von der Seite angucken, dann sieht die aus wie ein rotes Rechteck. Ja, genau so kann das, was wir als Universum wahrnehmen, nur eine Perspektive auf die fundamentalere Quantenrealität sein. Und das habe ich die Hollywood-Movie-Plot-Interpretation genannt. Ja, das heißt, die Frage ist, was ist die Realität, wenn ich einen Projektor habe und dieser Projektor wirft ein Bild auf eine Leinwand und da spielt ein Film, wie zum Beispiel hier Leoparden küsst man nicht, diesen alten Klassiker. Was ist die Realität? Bohr und Heisenberg würden sagen, die Realität ist das, was auf dem Bildschirm sich abspielt. Leute, die an eine Quantenrealität glauben, die sagen, es gibt einen Projektor, der diese Realität projiziert und das, was sich im Projektor abspielt, ist die Realität. Und die kosmische Geschichte samt Materie, Zeit und Raum ist dann eine Projektion dieser Quantenrealität. Und dann fragt man sich natürlich, was entspricht der Filmrolle in so einer Interpretation? Was ist die Hardware des Universums? Und John Wheeler, der hat sich eigentlich zurückgehalten mit so metaphysischen Statements. Also einer seiner Doktoranden hat mir mal gesagt, dass er eigentlich nicht unbedingt an die ganzen Ideen, die er so entwickelt hat, von Wurmlöchern, schwarze Löcher, die Planck-Skala, wo die Gravitation Quanteneigenschaften annimmt und sowas, dass er da nicht wirklich dran geglaubt hat, sondern dass es ihm mehr darum ging, irgendwie Ideen zu produzieren, die die nächste Generation von Physikern dann entwickeln konnte, seine Schüler, und da halt wirklich Physik mit Experimenten zu machen. Aber an einer der wenigen Stellen, wo er so ein bisschen spekuliert, was jetzt wirklich die fundamentale Realität ist, da sagt er sowas wie, the point is that the universe is a grand synthesis, putting itself together all the time as a whole. It is a totality. Also das Universum ist eine große Synthese. Es setzt sich als ein Ganzes zusammen. Es ist etwas Absolutes. Okay, wie entsteht dieses Absolute, diese große Synthese? Das funktioniert durch einen Prozess, den nennt man Quantenverschränkung. Was ist Quantenverschränkung? Also sage, wenn es eine Quantenrealität jenseits der Alltagserfahrung gibt, wie sieht sie aus? Quantenverschränkung betrachtet Objekte aus mehreren Teilobjekten. Ja, also zum Beispiel ein Atom, was aus mehreren Teilchen zusammengesetzt wird. Oder ein Atomkern, der aus mehreren Protonen und Neutronen zusammengesetzt wird. Ja, und das Besondere an dieser Quantenverschränkung ist, in der Quantenphysik kann ein Gesamtsystem, ja, nehmen wir wieder Schrödingers Beispiel, zwei Katzen, vollständig bekannt sein, ohne dass etwas über die Teilsysteme bekannt ist. Also wenn wir zwei Katzen haben, eine lebt, dann kann das sein, dass Katze 1 tot ist und Katze 2 lebt oder Katze 1 lebt und Katze 2 ist tot. Aber es kann auch sein, dass Katze 1 sich in der Überlagerung von 70% tot und 30% lebendig befindet und Katze 2 in der Überlagerung von 30% tot und 70% lebendig. Ja, also man kennt nur den Gesamtzustand, wie viele von diesen zwei Katzen sind lebendig und wie viele sind tot, aber man weiß nichts über die einzelne Katze. Ja, das ist ein wohl dokumentiertes Quantenphänomen, entsteht typischerweise durch Wechselwirkung. Zwei berühmte Physiker, Lenny Susskind, einer der Begründer der Stringtheorie, der hat das so beschrieben, es würde keinen Sinn machen, wenn ein Kfz-Mechaniker sagt, ich weiß alles über dein Auto, aber ich kann dir nichts über irgendwelche Teile sagen. Ja, ich weiß alles über das Auto, aber ich weiß nichts über den Reifendruck, ich weiß nichts über die Bremsen, ich weiß nichts über den Benzinstand. Darüber weiß ich nichts, aber ich weiß alles über das Auto.
Aber in der Quantenmechanik macht das Sinn, wenn man verschränkte Systeme hat. Und Erwin Schrödinger hat das schon 1935 so beschrieben, das beste mögliche Wissen über ein Ganzes heißt nicht notwendigerweise, dass man das beste mögliche Wissen über die Teile hat. Ja, das heißt also tatsächlich, in einem verschränkten Quantensystem sind die Eigenschaften der Teilsysteme aufgehoben im Ganzen. Da ist alles zu einer Einheit zusammengefasst. Wenn Sie schon mal von Quantenverschränkung gehört haben, dann haben Sie das wahrscheinlich ein bisschen anders kennengelernt, nämlich als Korrelation zwischen Teilchen, die räumlich getrennt sind. Ja, das ist das sogenannte EPR-Paradox von Einstein, Podolsky und Rosen von 1935. Da haben Sie sich eine Situation ausgedacht, so ähnlich wie diese hier, wo man hier in der Mitte ein zerfallendes Teilchen hat, das in zwei Teilsysteme, zwei Konstituenten zerfällt, und die breiten sich in entgegengesetzte Richtungen aus. Und das Ursprungssystem, das hatte keinen Drehimpuls, das hatte Spin 0. Das heißt, die Drehimpulse der Teilsysteme müssen in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Ja? Nun weiß ich, die zeigen in entgegengesetzte Richtungen, aber ich weiß nicht, ob das Rechte nach oben zeigt und das Linke nach unten oder das Linke nach oben und das Rechte nach unten. Ja? Also diese Möglichkeiten sind beide möglich. Tatsächlich sind auch alle anderen möglich, ja? Dass das Rechte nach links zeigt und das Linke nach rechts oder dass das Linke nach links zeigt und das Rechte nach rechts. Ja, Hauptsache, diese beiden Drehimpulse, diese beiden Pfeile hier, die heben sich weg. Ja, in der Quantenmechanik ist es aber nun so, dass die Eigenschaft eines Quantensystems nicht bestimmt wird, solange ich sie nicht gemessen habe. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier jetzt messe, in welche Richtung dieser Drehimpuls, dieser Spin zeigt, weiß ich automatisch, in welche Richtung der Drehimpuls von dem anderen Teilchen zeigt. Egal, wie weit das weg ist. Liegt daran, dass der Kollaps der Wellenfunktion simultan überall auftaucht. In dem Moment, wo der Spin eines Teilchens gemessen wird, ist der des anderen Teilchens bestimmt. Ja, und das ist, wenn man das als Geschwindigkeit versteht, dann funktioniert das schneller als das Licht. Und da ist natürlich die Frage, geht das mit der Relativitätstheorie zusammen? Wie gesagt, der Effekt ist gut bestätigt. Tatsächlich gab es da im letzten Jahr den Physik-Nobelpreis für. An diese drei Herren, Alain Aspect, John Clauser und Anton Zeilinger aus Wien. Insbesondere der Anton Zeilinger, der hat ein ganz beeindruckendes Experiment gemacht, wo er Quantenverschränkung über eine Distanz von 143 Kilometern nachgewiesen hat. Also tatsächlich können diese Teilchen wirklich weit, weit, weit voneinander entfernt sein und trotzdem sind sie nach wie vor Teil eines ganzen Quantensystems. Einstein und seine Kollaborateure 1935, die sahen das als Widerspruch zur Relativitätstheorie, dass ich überlichtschnell, wenn ich ein Teilchen messe, den Zustand des anderen kenne. Ob das wirklich ein Widerspruch ist, das hängt davon ab, wieder wie man die Quantenmechanik interpretiert. Ja, nach Bohr ist die Wellenfunktion ja gar nichts Reales. Das heißt, bei Bohr ist eine Messung so, dass nur das Wissen über das System ein Update erfährt, aber nichts wirklich am System passiert. Und dann ist es auch kein Widerspruch zur Quantenphysik. Also das Ganze ist erklärbar à la Bohr, wenn Quantenphysik als Theorie über Wissen verstanden wird, anstatt als Theorie über die Natur. Viele Physiker finden das inzwischen etwas unbefriedigend, weil die lieber etwas über die Natur lernen möchten, als über ihr eigenes Wissen. Ja, und es gibt eine die auch mit der Frage zusammenhängt, wenn alles eins ist, warum erfahren wir diese Welt dann als vieles? Ja, und diese Alternative geht zurück auf einen weiteren Doktoranden von John Wheeler, Hugh Everett. Der hat 1957 in seiner Doktorarbeit mutige Behauptung aufgestellt, dass das EPR-Paradox fiktiv ist. Ja, aber nicht, weil er wie Bohr gesagt hat, die Wellenfunktion ist gar nicht real,
sondern tatsächlich hat er die Wellenfunktion als real aufgefasst. Und dann hat er gesagt, okay, wenn die Wellenfunktion real ist, dann nehme ich einfach mal an, dass alles, was nach dieser Wellenfunktion passieren kann, auch passiert. Ja? Wenn da eine Welle ist und die beschreibt den Ort eines Teilchens und da die Welle an verschiedenen Orten Wellenkämme hat, kann das Teilchen an verschiedenen Orten sein, dann ist das Teilchen auch an allen verschiedenen Orten, nur in parallelen Realitäten. Ja, diese Interpretation, die erklärt jetzt das IPR-Paradox so, dass wenn ich hier mein zerfallendes Teilchen habe, was in zwei Konstituenten zerfällt, und ich messe jetzt hier, in welche Richtung der Spin des linken Teilchens geht, und der geht nach oben, dann messe ich gar nicht, dass der Spin nach oben geht, sondern ich messe auch gleichzeitig, dass der Spin nach unten geht, nur in einer parallelen Realität. Ich spalte mich auf, eins meiner Selbste sieht den Spin nach oben gehen, das Teilchen links rumdrehen, das andere sieht den Spin nach unten gehen, das Teilchen rechts rumdrehen. Und genauso ist es beim anderen Teilchen. Und erst wenn die zwei Beobachter, die da gemessen haben, zusammenkommen, dann trifft die Kopie des Beobachters hier links, die das Teilchen Spin hoch gesehen hat, die Kopie des Beobachters hier rechts, die das Teilchen Spin runter gesehen hat, und die Kopie des Beobachters, die das Teilchen Spin runter gesehen hat, die Kopie des Beobachters, die das Teilchen Spin hoch gesehen hat. Es ist alles konsistent, es geht alles mit Geschwindigkeiten weit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit. Und so lässt sich dieses Paradox erklären, ohne dass man jetzt sagt, die Wellenfunktion ist gar nicht real, die repräsentiert nur das Wissen. Nun ist dieser Titel, unter dem diese Interpretation bekannt wurde, ein bisschen irreführend. Viele Welteninterpretationen hat so den Fokus auf diese parallelen Realitäten. Ja, darauf, dass ich mich aufspalte und ein selbst Spin hoch sieht und ein Spin selbst Spin runter. Aber tatsächlich, auf der fundamentalen Quantenebene sind alle diese Realitäten vermischt in ein großes Ganzes. Und die ursprüngliche Version von Everetts Doktorarbeit hieß dann auch nicht viele Welteninterpretationen, sondern sie hieß die Theorie der universellen Wellenfunktion. Ja, also bei Everett beschreibt die Quantenphysik die Natur, nicht nur Wissen. Die Wellenfunktion führt zu einer Wechselwirkung, das führt zu einer Verschränkung. Ja, wenn ich jetzt beobachte, ist die Katze lebendig oder tot, heißt das, ich verschränke mich mit der Katze, mit den möglichen Zuständen der Katze. Wenn ich sehe, die Katze ist lebendig, dann bin ich glücklich. Wenn ich sehe, die Katze ist tot, dann bin ich traurig. Fragen dazu, warum sieht man jetzt niemals Zombie-Katzen, die halbtot oder halblebendig sind? Und wie ist das jetzt mit den vielen Welten und der einen Welt? Ist doch nicht alles eins? Und falls alles eins ist, warum sehen wir dann vieles? Das wird durch das Phänomen der Dekohärenz erklärt. Das wurde 1970 von Dieter C. in Heidelberg entdeckt. Und zwar ist es so, dass wenn ich die Katze beobachte und mich freue, wenn ich die lebendige Katze sehe und traurig bin, wenn ich die tote Katze sehe, dann werde nicht nur ich mit der Katze verschränkt, sondern auch mit der Umgebung, mit dem Rest des Universums. Das habe ich hier als so eine Weltkugel angedeutet. Aber der Rest des Universums ist nicht vollständig bekannt. Das heißt, ich muss darüber mitteln, irgendwie, wenn ich Informationen bekommen kann. Wenn ich mittle, dann schmeiße ich immer Informationen weg. Und dieser Informationsverlust, der führt dazu, dass diese Welten entkoppeln. Dass es eine Kopie von mir gibt, die sich freut, weil die Katze lebendig ist, und eine Kopie von mir, die traurig ist, weil die Katze tot ist, und nicht das Ganze in einem Quantenzustand. Ja, also Dekohärenz bekomme ich dann, wenn das hier das Universum ist, dann teile ich das Universum auf in ein Messgerät, in ein Quantenobjekt und eine Umgebung. Aus meiner Perspektive, ich als lokaler Beobachter hier in Freiburg im IGPP, ich weiß nicht, was jetzt gerade auf dem Mars passiert oder in einer entfernten Galaxie. Das heißt, wenn das meine Beobachtung beeinflusst, muss ich über diese Information mitteln. Und dieser Informationsverlust durch die Mittelung, der führt zu Dekohärenz. Und das ist sowas wie
ein geöffneter Reißverschluss zwischen den parallelen Realitäten. Wenn hier der Quantenzustand ist, wo das Teilchen gleichzeitig hier und da ist, dann führt die Dekohärenz dazu, dass sich diese Realitäten spalten in eine Realität, wo das Teilchen hier und eine Realität, wo das Teilchen da ist. Aber nur aus der Perspektive von mir als lokaler Beobachter. Das heißt, wir haben hier zwei Perspektiven. Wir haben die Froschperspektive, wie sie der Kosmologe Max Tegmark genannt hat. Ja, da habe ich unvollständige Informationen. Ich sehe entweder eine lebendige oder eine tote Katze und ich freue mich oder ich bin traurig, aber nichts dazwischen. Ja, das heißt, ich konzentriere mich hier auf dieses Ding, weil aus meiner Perspektive dieser Zweig der universellen Wellenfunktion von diesem Zweig der universellen Wellenfunktion entkoppelt ist. Im Gegensatz dazu kann man sich eine hypothetische Vogel- oder Gottperspektive vorstellen von einem Beobachter, der das ganze Universum im Ganzen sieht. Der sieht alles in einer einzelnen Wellenfunktion als verschränktes Quantensystem, als verschränktes Quantenuniversum und aus dessen Perspektive ist alles eins. Da sind alle Möglichkeiten von lebendigen, halbtoten Katzen, toten Katzen, ich froh, ich halb froh oder halb traurig, ich traurig und so weiter. Alles vermischt in einem großen ganzen Quantensystem. Okay, das heißt also, wir haben gesehen, man kann über die Realität jenseits der Quantenphysik oder die Realität, die durch die Quantenphysik beschrieben wird, sprechen. Ja, man kann sich überlegen, was muss diese Realität sein? Ein großes Ganzes, ein All-Eines. Und man kann verstehen, aus dieser Beschreibung, indem ich eine konkrete Perspektive als lokaler Beobachter annehme, warum dieses All-Eine aus unserer Perspektive aussieht wie viele Dinge. Jetzt ist die Frage, wenn das alles so direkt aus der Quantenmechanik folgt, warum ist Monismus dann nicht populärer? Ja, das scheint alles ziemlich einfach aus der Quantenphysik zu folgen. Trotzdem klingt das wie esoterischer Bullshit. Trotzdem gibt es wenige Leute, auch unter Physikern, die jetzt sagen, so ist es. Ja, und ich bin der Meinung, das ist eine Konsequenz der Geschichte dieses Konzepts des Monismus. Monismus war populär in alten Kulturen, im Taoismus in China, im Hinduismus in Indien, im Buddhismus, im alten Ägypten. Da hatten die Altägypter hatten die Vorstellung der Göttin Isis oder früher wurde sie auch Neith genannt, eine Muttergöttin. Und diese Muttergöttin hat ein All-Eines repräsentiert, was aber verschleiert ist, sodass man diese Einheit nie wirklich sieht, sondern man sieht immer nur diesen Schleier. Und die Natur, die wir wahrnehmen, ist halt diese verschleierte Göttin. Ja? Ähnliche Vorstellungen in der griechischen Philosophie, bei den Pythagoreern, Parmenides, Heraklit, Platon. Insbesondere dann den Mitgliedern von Platons Schule der Akademie, den Neoplatonikern später. Warum ist so eine universell attraktive Idee, zumindest hier im Westen, fast vollständig verschwunden? Ich denke, das hängt mit dem Aufstieg des Christentums zusammen. Denn was passiert ist, ist, am Ende der Antike hat sich das Christentum durchgesetzt. Und das Christentum, das war eine Religion, die an einen Gott geglaubt hat, der der Welt gegenüberstand und über die Welt geherrscht hat. Dieser Gott des Christentums oder allgemein der monotheistischen Religion war nicht identisch mit der Welt. Dann gab es eine Phase in der Spätantike, da hat Platonismus so ein bisschen mit dem Christentum konkurriert. Das Christentum hat sich dann durchgesetzt, hat aber auch platonische Einflüsse aufgenommen. Ja? Gab es viele Denker wie Philo von Alexandria oder viele der frühen christlichen einflussreichen Kirchenväter, Augustinus und so hatten platonische Einflüsse. Ja, da wurde dann der Monismus mit dem Monotheismus verknüpft
und die Alleinheit mit Gott identifiziert. Aber das waren nicht die einzigen Einflüsse auf das Christentum, ganz unabhängig davon, dass es natürlich ursprünglich als jüdische Sekte entstanden ist, hat es auch dualistische Einflüsse aufgenommen. Zum Beispiel gab es zu der Zeit eine Religion in der Spätantike, der Manichäer, die daran geglaubt hat, dass die Welt ein ewiger Kampf zwischen Gut und Böse ist. Und solche dualistischen Konzepte, Schwarz-Weiß, Himmel und Hölle, Gott gegen Teufel, Engel und Dämonen, gibt es auch im Christentum. Insofern hatte das Christentum ein gewisses ambivalentes Verhältnis zu diesen monistischen Thesen. Und man muss natürlich auch sagen, der Monismus, der, wenn er dann als religiöse Form sagt, alles ist eins und dieses Alleine nenne ich Gott, glaubt an einen Gott, der überall ist und dann braucht man eigentlich keine Priesterkaste oder keine Kirche mehr, die da vermittelt. Das heißt, der bedroht irgendwie auch das kirchliche Potenzial auf Gott und damit die Machtbasis der Religion. Insofern war dann im Mittelalter in der Kirche im Großen und Ganzen die Vorstellung, dass Monismus das gleiche ist wie Pantheismus, das Universum wird mit Gott identifiziert und das ist das gleiche wie Atheismus. Ja, also das wurde als eine Entwertung Gottes gesehen, wenn Gott mit der Natur identifiziert wird. Ideen der Alleinheit waren erlaubt, aber nur, wenn sie wirklich transzendent waren, wenn sie klar von der Natur getrennt waren. Ja, also Thomas von Aquin hat zum Beispiel 1260 klar herausgestellt, ein Stein ist nicht Gott. Ja, da war also diese Trennung zwischen Natur und dem Religiösen ganz wichtig. Als dann die Naturwissenschaften langsam aus der arabischen Welt zurück nach Westeuropa kam, dann kam es da zu Konflikten zwischen Theologie und Naturphilosophie. Und wie ist man damit umgegangen? Tatsächlich gab es im 13. Jahrhundert in Paris Gelehrte, die davon ausgegangen sind, dass was richtig in der Theologie ist, gleichzeitig falsch in der Naturphilosophie sein kann und umgekehrt. Damit man gleichzeitig Theologie treiben kann und Naturphilosophie, die stören sich nicht, weil sie ja gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, und das hat sich dann fortgepflanzt bei der wissenschaftlichen Revolution, bei Kopernikus und Galilei. Da hat die Kirche darauf bestanden, dass das heliozentrische Weltbild zwar gelehrt werden durfte, aber nur als Hypothese, nicht als Wahrheit. Dieter C., der die Dekohärenz entdeckt hat, der ist auf ähnliche Probleme gestoßen mit den Leuten, die orthodox an dieses Dogma der Kopenhagener Interpretation geglaubt haben, die gesagt haben, Quantenphysik ist nur ein Werkzeug, um Aussagen über die klassische Welt zu machen. Da ist keine Quantenrealität. Ja. Tatsächlich wurden Wissenschaftler in den 70er Jahren, die in die Richtung gedacht haben, der Nobelpreisträger John Clauser vom letzten Jahr zum Beispiel, der hat auch solche Erfahrungen beschrieben, die wurden stark ausgegrenzt, die wurden nicht ernst genommen. Da wurden auch Karrieren kaputt gemacht. Und C. hat das direkt verglichen mit der Situation von Galileo. Nicht, dass er jetzt Angst haben musste, auf dem Scheiterhaufen zu enden oder sowas, aber dass Galileo verfolgt wurde, weil er den kopernikanischen oder die kopernikanische Weltbeschreibung als real angesehen hat und nicht nur als Werkzeug, um Berechnungen zu machen. Und er hat gesagt, ganz ähnliche Bemühungen, wissenschaftliche Einsichten nicht ernst zu nehmen, die sind heutzutage üblich. Ja? Und damit meint er tatsächlich Leute, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, die Quantenphysik als Beschreibung über die Natur anzusehen. Ja? Er hat auch erwähnt natürlich sowas wie Intelligent Design oder sowas, also Ideen, die Evolution nicht ernst nehmen. Aber insbesondere ging es ihm natürlich darum, dass viele Physiker einfach die Quantenmechanik nicht ernst genommen haben als Theorie über die Natur. Okay,
nach dem Mittelalter kam die Renaissance. Und in der Renaissance, da kam es zu einer kurzen Blüte des Monismus. Ja? Es gab das Konzil von Florenz, wo der Kaiser von Byzanz mit einer Abordnung war und verhandelt wurde über eine Union der orthodoxen und der katholischen Kirchen, weil sich der Kaiser von Byzanz da Unterstützung im Kampf gegen die Türken versprochen hat. Leider kam das alles etwas spät. 1453 ist Konstantinopel gefallen. Aber was wichtig war, war, dass mehrere Philosophen aus dieser Abordnung aus Byzanz stark vom Platonismus geprägt waren und mit Ideen und Büchern in den Westen kamen, die es im Westen einfach nicht mehr gab. Ja, im Westen gab es nur sehr beschränkt Zugang zu Platons Werken. Die sind dann durch diese Philosophen in den Westen gekommen, insbesondere auch nach dem Fall von Konstantinopel, wo dann viele Flüchtlinge nach Italien kamen. Und Platon hat in Florenz dann Cosimo de' Medici getroffen und ihm von Platon erzählt. Und Cosimo de' Medici war so beeindruckt, dass er den Sohn seines Arztes, Massilio Ficino, beauftragt hat, alle Werke von Platon ins Lateinische zu übersetzen. Ja, und Ficino hatte dann einen Kreis um sich, der ganz stark zu einem allgemeinen Platon-Revival geführt hat, wird auch oft als platonische Akademie in Florenz bezeichnet, auch wenn es keine wirkliche Institution war, sondern mehr ein Kreis von Interessierten. Und die haben dieses Denken des Neoplatonismus, der Alleinheit, dann tatsächlich wieder populär gemacht. Ja, und das hatte tatsächlich beeindruckende Konsequenzen für ganz viele Bereiche der Kultur und der Naturwissenschaft. Ja, wenn in Mozarts Zauberflöte da Isis besungen wird, dann wird Isis als ägyptische Göttin, als Bild dieser Alleinheit besungen. Ja, Kepler hat nach Harmonien in den Planetenbewegungen gesucht, die auch musikalisch gedeutet werden können. Das Konzept der platonischen Liebe, das wurde von Ficino ganz stark herausgestellt. Das hat Dichter von Benivieni über Spencer zu Shakespeare inspiriert. Wenn wir Botticelli anschauen, hier auf der letzten Folie, das Bild Die Geburt der Venus, ja, da sehen wir Venus als Symbol dieser platonischen Liebe, dieser göttlichen Liebe, die dann hier von dieser Göttin, die sie dann in Empfang nimmt, verhüllt wird. Und in dieser Verhüllung wird sie dann zur Natur, genauso wie Isis mit ihrem Schleier als Natur verstanden wird. Ja. Da Vinci hat sowas gesagt wie each in all and all in every part. Pico della Mirandola, der hat über die Würde des Menschen gesprochen. Allgemein wurde der Mensch als ein kleiner Gott angesehen. Galileo Galilei hat darüber gesprochen, dass man Gott im Buch finden kann, nicht nur in der Bibel. Newton hat davon gesprochen, dass man Gott und Materie so auffassen kann wie den altgriechischen Gott Pan, den Naturgott. Den Namen kann man auch als alles übersetzen und seine Flöte. Ja? Und auch bei Goethe finden wir Zeilen wie das Ewige regt sich fort in allen. Ja? Also viele, viele Einflüsse auf Kultur, auf Wissenschaft. Aber das hat nicht dazu geführt, dass der Monismus tatsächlich ernst genommen wurde als, als Hypothese über die fundamentale Realität. Ja, und das hing mit vielen Sachen zusammen, insbesondere mit der Gier und der Korruption damals unter den Adligen und in den hohen Chargen der katholischen Kirche, so dass es da zu sozialen Verwerfungen gab und dann eine Ablehnung alles Weltlichen daraus folgte, wie im Fegefeuer der Eitelkeiten, wo Savonarola in Florenz Musikinstrumente und Bücher verbrannt hat, wie im calvinistischen Bildersturm, in der Gegenreformation, die Verdammung Spinozas 1665 durch die Amsterdamer Juden, dann die Hinrichtung noch 1697 in Edinburgh eines Studenten Thomas Aikenhead, weil er monistische Thesen vertreten hat. Im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, gab es in Deutschland den Pantheismusstreit, weil Lessing ein Ein- und Alles-Graffito
an eine Wand gemalt hat. Und noch 1913, wenn man die katholische Enzyklopädie sieht, dann liest man da zum Beispiel über Giordano Bruno, der von der Kirche verbrannt worden ist. Der wird verurteilt für seinen Monismus und seine materialistische Interpretation des einen und beurteilt als ein Mann ohne eine Spur von Religion. Und noch heftiger über die Almaricaner, die Anhänger des monistischen Philosophen Almerich von Bena, wird gesagt, die komplette Ausrottung kann nicht als unzeitgemäß oder übertrieben angesehen werden. Ja, und all das, das hat letztlich dazu geführt, dass sich diese Idee, dass alles eins ist, wieder in Vergessenheit geraten ist, dass man einen Spalt gesehen hat zwischen der fundamentalen Realität, die dann eher der Religion zugeschrieben wird, und dem, was messbar war, was dann der Physik oder der Naturwissenschaft erlaubt war zu studieren. Ja, und bei Bohr tatsächlich findet man diese Idee einer vertikalen Komplementarität. Also bekannt ist die Komplementarität bei Bohr zwischen Wellen und Teilchen, wo man sagt, das sind komplementäre Beschreibungen, die sich aber gegenseitig ausschließen. Und genauso hat aber Bohr auch über eine Komplementarität zwischen Naturwissenschaft und Religion gesprochen, als komplementäre Beschreibungen, die sich gegenseitig ausschließen. Ja, also das wurde getrennt. Und die Frage ist, meiner Meinung nach ist das der Hauptgrund, warum wir heutzutage so wenig Leute haben, die so eine monistische Interpretation der Quantenphysik vertreten. Okay, warum ist das wichtig? Ja, warum können wir uns nicht metaphysisch denken, was wir wollen? Warum macht es Sinn, diese Sachen zu diskutieren? Warum sollte die These, dass alles eins ist, als wissenschaftliches Paradigma ernst genommen werden? Das ist ein Zitat von Gian Giudice, dem Leiter der CERN-Theoriegruppe von 2017. Der hat gesagt, there are many indications that we are now witnessing the beginning of the phase of crisis. Also wir haben eine beginnende Phase der Krise in der fundamentalen Physik. Wir sind damit konfrontiert, dass wir die Leitprinzipien, die uns für Dekaden geleitet haben, hinterfragen müssen. Und die fundamentalsten Fragen über die physikalische Welt neu stellen müssen. Ja, revolutionäre und bisher nicht gekannte Ideen sind notwendig für einen wirklichen Paradigmenwechsel. Warum hat er das gesagt? Der Grund ist, dass wir eine Theorie haben in der Teilchenphysik, das Standardmodell, das zwar alles, was wir so messen, sehr gut beschreibt, aber offene Fragen hat. Eine offene Frage ist, warum ist das Higgs-Boson, das Teilchen von dem Feld, was allen anderen Teilchen Masse gibt, so leicht? Wenn man das naiv ausrechnet, dann würde man erwarten, das ist so extrem schwer wie die Energie, wo die Gravitationskraft stark wirkt und Quanteneffekte zeigt, also die Skala der Quantengravitation. Warum ist das Higgs-Boson so leicht? Ja? Und was ist die dunkle Energie, die das Universum antreibt, sich schneller und schneller auszudehnen? Was ist die dunkle Materie, wo wir die Gravitation sehen, aber kein Teilchen zu haben? Und warum sind diese Beiträge alle ähnlich groß? Ja? Und diese Fragen, die lassen das Standardmodell so aussehen wie so ein Stift, der auf seiner Spitze ruht. Also wie eine bizarre Koinzidenz, einen wahnsinnigen Zufall. Wie kann uns jetzt hier eine monistische Auffassung helfen? Na gut, man fragt sich, was ist fundamental? Was in der Froschperspektive aussieht wie eine von vielen klassischen Welten, die vielen parallelen Realitäten von Everett, ist in der Vogelperspektive ein einziges verschränktes Quantenuniversum. Ja, Physiker, die betrachten für bestimmte Betrachtungen immer nur die relevanten Informationen. Ja, also zum Beispiel spricht man von einer Kanonenkugel, obwohl man hier ganz klar sieht, so eine Kanonenkugel ist keine Kugel, die hat hier lauter Dellen und Unebenheiten. Ja, aber wenn man eine fundamentale Naturbeschreibung sucht, dann braucht man die vollständige Information. Dann will man keine Information wegschmeißen. Was ist diese fundamentale Naturbeschreibung? Das ist die Naturbeschreibung, wo man nicht irgendeine Umgebung nimmt und über die Mittel
sondern wo man das gesamte Universum als verschränkten Quantenzustand sieht. Das heißt dann, das Universum besteht nicht aus Teilchen oder wie in der Stringtheorie aus Strings, sondern alles besteht auf der fundamentalen Ebene aus dem Quantenuniversum. Ja? Wenn wir uns jetzt hier nochmal diese Quanten anschauen, wie bei Everett, ja, dann haben wir hier ein Teiluniversum oder eine parallele Realität, wo hier der Spin nach oben zeigt und hier nach unten, die blauen, hier die grünen, wo der hier nach unten zeigt und da nach oben. Aber egal, welches Teiluniversum ich mir hier anschaue, die Summe dieser zwei Spins ist immer null. Und wenn ich nur eins dieser Teiluniversen kenne, dann ist das erstmal überraschend. Wenn ich nicht weiß, dass diese beiden Teilchen aus einem gemeinsamen Ursprungsprodukt, einem verschränkten Produkt stammen, dann ist das sehr überraschend, dass die immer genau in verschiedene Richtungen zeigen. Ja, das heißt, wenn ich mir das große Ganze anschaue, was aus einer Froschperspektive aussieht wie feinjustiert, ja, das ergibt sich beim Blick auf das Gesamtsystem als vollkommen natürlich. Was hat das für Konsequenzen? Das hat konkrete Konsequenzen, die wir in der Physik suchen können. Also es gibt die Möglichkeit, dass in der Physik dann nicht nur die Physik bei verschiedenen Orten nicht separierbar ist, diese Nichtlokalität, die sich im Wellencharakter zeigt, sondern auch, dass die Physik bei hohen und bei niedrigen Energien nicht mehr entkoppelt. Ja, also bisher ist man immer davon ausgegangen, dass man Chemie betreiben kann, ohne Teilchenphysik kennen zu müssen. Dass man Teilchenphysik betreiben kann, ohne die Quantengravitation kennen zu müssen. Vielleicht stimmt das gar nicht. Es gab vor gut 20 Jahren ein Paper, was tatsächlich gezeigt hat, dass die Gravitation zu solchen Effekten führt, die die Physik bei hohen und niedrigen Energien koppeln. Inzwischen hat das Paper über 1100 Zitate und die Zitatzahl geht steil nach oben, wie man hier sieht. Ja. Wir haben im Herbst letzten Jahres haben wir uns überlegt, wie solche Ideen genutzt werden können, um zu erklären, warum das Higgs-Teilchen so leicht ist. Eine andere Konsequenz ist, dass es neue Ansätze zum Verständnis von Raum und Zeit gibt und schließlich neue Bezüge von Quantenphysik und Bewusstsein. Was ist Zeit in der Physik? Zeit ist auf jeden Fall eng mit Entropie verknüpft. Ja? Was typisch ist für Zeit, ist, dass zum Beispiel, wenn ich ein habe, was intakt ist, heile ist und ich fahre das irgendein Cliff runter, dann habe ich einen Haufen Blech und Schrauben. Aber wenn ich einen Haufen Blech und Schrauben das Cliff runterschmeiße, dann kriege ich da typischerweise kein intaktes Auto raus. Ja, das beschreibt, dass sich die Entropie, die Unordnung erhöht mit der Zeit. Ja? Auf einer fundamentaleren Ebene kann ich Entropie beschreiben als die Zahl der Mikrozustände in einem Makrozustand. Ein Mikrozustand ist dadurch gegeben, dass er vollständig charakterisiert ist. Ja? Und ein Zustand ist zum Beispiel, alle Teile des Autos sind an den Plätzen, wo sie hingehören und ich kann mit dem Auto fahren. Dann würde ich diesen Mikrozustand als heil charakterisieren. Da ist der Mikrozustand gleich dem Makrozustand. Das heißt, der hat eine sehr niedrige Entropie oder Entropie Null. Wenn ich von einem kaputten Auto spreche, dann gibt es aber viele, viele Möglichkeiten, warum das Auto kaputt sein könnte. Ja? Es liegt vielleicht auf dem Dach, vielleicht ist die Scheibe rausgebrochen, die Räder sind lose, der Motor geht nicht, was weiß ich. Alles kann sein, alles ist kaputt. All diese Zustände werden unter dem Begriff kaputt zusammengefasst. Es ist also viel wahrscheinlicher, wenn man mit den Teilen eines Autos würfelt, einen kaputten Zustand rauszubekommen, als einen heilen. Ja? Und das zeigt, dass möglicherweise Zeit gar nicht fundamental ist, sondern Zeit etwas ist, weil wir Makrozustände betrachten. Die Entropiezunahme hängt mit dem Makrozustand zusammen. Ja, wenn ich hier nochmal zurückkomme, es ist natürlich ein bisschen auch eine Frage, was ich jetzt als heil und kaputt bezeichnen möchte. Ja? Das hängt von meinen Zielen ab. Wenn ich mit dem Auto rumfahren möchte, dann ist dieser Zustand hier oben links wahrscheinlich der Heile. Ja? Aber wenn ich mit den Rädern von dem Auto Fußball spielen will, dann ist vielleicht ein Zustand als Heil zu betrachten, wo die Räder lose sind. Ja? Also Entropie hängt von der Perspektive ab. Entropie ist letztlich vernachlässigte Information,
welcher exakte Mikrozustand in meinem Makrozustand steckt. Und in einem fundamentalen Zustand und einer fundamentalen Beschreibung, da habe ich die vollständige Information. Das heißt, da habe ich keine Entropie, da rede ich nur über Mikrozustände. Wenn Entropie gleich Zeit ist, dann ist Zeit insofern eine Illusion, weil sie auf der fundamentalen Ebene nicht vorkommt. Und das passt auch dazu, dass wenn man versucht, eine Quantenbeschreibung für das ganze Universum aufzustellen, dann kann man eine Gleichung finden, ähnlich wie die, die Schrödinger aufgestellt hat, für die Quantenmechanik, eine Wellenfunktion des Universums, und die wird durch eine Gleichung beschrieben, die Wheeler-De-Witt-Gleichung, und die beschreibt ein Quantenuniversum ohne Zeit. Was ist mit Raum? Ganz ähnlich. Bei Einstein ist der Raum nicht absolut. Ja, Raum ist die relative Ordnung der Dinge. Wenn die fundamentale Beschreibung jetzt ist, dass es nur ein Ding gibt, das alles eins ist, dann gibt es keine relative Ordnung der Dinge. Das heißt, dann ist Raum auch eine Illusion. Das heißt, Raum und Zeit, würde man erwarten, sind dann emergent und entstehen aus einer fundamentalen Beschreibung der Quantengravitation. Und tatsächlich wird daran aktiv geforscht. Hier sind drei Artikel aus Nature. Oben links eine Übersicht von meinem Freund George Musser, der auch eine Empfehlung für mein Buch geschrieben hat, wo er beschreibt, dass der Raum aus der Quantenbeschreibung emergiert. Und hier unten zwei Artikel, die im Dezember berühmt geworden sind, weil die davon ausgehen, dass tatsächlich eine reine Quantenbeschreibung verstanden werden kann auf einer anderen Ebene als Raum und Zeit. Und die haben die Raumzeit eines Wurmlochs, einer Abkürzung zwischen zwei Bereichen des Universums, sich angeschaut und haben die in einem Quantencomputer realisiert, diese Forscher. Das Wurmloch, was sie da realisiert haben, das war tatsächlich nur ein zweidimensionales Wurmloch in einem Spielzeuguniversum. Aber nichtsdestotrotz haben sie, wenn diese Voraussetzungen richtig sind, Raum und Zeit geschaffen aus reiner Quanteninformation. Also Raum und Zeit werden in diesen Arbeiten verstanden als Konsequenz der Quantengravitation. Und meiner Meinung nach könnte das ein Vorbote eines Paradigmenwechsels zu einem Quantenmonismus sein, zu einer alles ist eins Beschreibung der Natur. Okay, da ich am IGBP bin, jetzt noch ein paar Worte zur Frage Physik und Bewusstsein, Quantenphysik und Bewusstsein. Ich habe immer von dieser Froschperspektive gesprochen. Die Perspektive unserer Erfahrung. Ja? Was bestimmt diese Froschperspektive überhaupt, die den Quanten-zu-Klassik-Übergang wiederum bestimmt? Ja? Also es ist so, wenn ich ein im Raum lokalisierter Beobachter bin, dann sehe ich auch ein Universum mit lokalisierten Objekten. Ja? Wenn ich ein Beobachter wäre, der nicht im Raum lokalisiert ist, sondern wie so eine ebene Welle im ganzen Universum ausgebreitet, dann würde ich das Universum ganz anders wahrnehmen. Die Frage ist, hängt diese Perspektive davon ab, wie unser Bewusstsein funktioniert? Ganz naiv erstmal ja, weil unser Bewusstsein jetzt erstmal naiv in unserem Kopf eingefangen ist und insofern lokal die Welt beobachtet. Die Frage ist, lassen sich möglicherweise in veränderten Bewusstseinszuständen andere Froschperspektiven oder gar die zugrunde liegende Quantenrealität erfahren? Das ist ein Zitat von Aldous Huxley, eine Beschreibung seiner Mescalin-Erfahrung, wo er geschrieben hat, in the final stage of egolessness, there is an obscure knowledge that all is in all, that all is actually each. Ja, also in dem finalen Zustand der Ichlosigkeit gibt es ein obskures Wissen, dass alles in allem ist, dass alles irgendwie ja gegenseitig zusammenhängt. Tatsächlich findet man interessante Antiparallelen zwischen veränderten Bewusstseinszuständen, wie man sie zum Beispiel hat, wenn man so Psychedelika einnimmt, und dem Quanten-zu-Klassik-Übergang. Unter dem Einfluss von Psychedelika berichten Leute darüber, dass sich das Mentale selbst auflöst, dass man sich selbst als nicht lokal erfährt, auch dass man eine Auflösung des subjektiven Zeitempfindens hat, das ist hier Mark Wittmanns Steckenpferd, und
eine Theorie, das zu erklären ist, dass das Filtern von Informationen aus der Außenwelt im Thalamus gehemmt wird, wenn man diese Substanzen nimmt. Umgekehrt beim Quanten-zu-Klassik-Objekt, da hat man die Entstehung eines lokalen klassischen Selbst aus einer nicht-lokalen Quantenrealität. Ja, man hat möglicherweise die Entstehung von Raum und Zeit durch diesen Übergang von einer zeitlosen und raumlosen Quantenrealität. Und das Ganze passiert durch Dekohärenz. Dekohärenz ist, wie schon erklärt, letztlich das Nichtbetrachten von Informationen in der Umgebung. Also es ist letztlich das Gegenteil von der Hemmung des Filterns von Informationen. Die Frage ist, kann das irgendwie zusammenhängen? Ja, also der Punkt ist, normalerweise, wenn man makroskopische Objekte hat, wie uns oder irgendwie einen Stuhl oder einen Tisch oder was man auch immer betrachten kann, dann wechselwirken die mit der Umgebung und werden deswegen dekohärent zu klassischen Objekten, die man voneinander trennen kann. Im Prinzip ist es aber möglich, wenn die Wechselwirkungen zwischen Teilobjekten sehr stark werden, dass dieses Teilobjekt als Ganzes dekohärent wird und die Teilobjekte das im Innern nach wie vor verschränkt. Ja, also zum Beispiel, wenn ich ein Proton messe, dann messe ich dieses Proton als Ganzes und die Konstituenten des Protons, die können nach wie vor in einem verschränkten Zustand sein. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Objekt ganz stark wechselwirke, und vielleicht ist das ja möglich, wenn der Informationsfilter im Thalamus ausgeschaltet wird, dass diese Wechselwirkung so stark wird, dann könnte man sich im Prinzip vorstellen, dass mein Bewusstsein und das Objekt zusammen dekohärent werden und dass ich mich als Teilobjekt nach wie vor in einer, ja, in einer Superposition befinde. Wilde Spekulation, ja. Aber ich denke, letztendlich ist das eine experimentelle Frage. Und ich hatte mir schon mal überlegt, wie kann man sowas im Prinzip testen, wenn wir einen Probanden haben, der zum Beispiel in so einem veränderten Bewusstseinszustand ist, der könnte zum Beispiel auf einen Bildschirm schauen und dieser Bildschirm könnte ohne sein Wissen entweder mit einer Quantensuperposition, die dann gemessen wird, verbunden sein oder mit einem klassischen Zufallszahlengenerator. Normalerweise kann man nicht unterscheiden, ob man eine Messung an einem Quantensystem vornimmt oder ob man eine klassische Zufallszahl bekommt, wenn man einfach auf den Bildschirm schaut. Ja, aber wenn dieser Proband jetzt so stark zum Beispiel mit dieser Quantensuperposition wechselwirkt, ja, dann könnte es sein, dass er sich ja mit dieser Quantensuperposition verschränkt fühlt, während er sich nicht verschränkt fühlt, wenn er dann einen klassischen Zufallszahlengenerator am anderen Ende hat. Wie gesagt, es ist weit hergeholt. Es ist die Frage, hier sind viele Schritte zwischen Probanden und dem letztlichen Messobjekt. Da kann viel zwischen passieren. Ob das so funktionieren kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, es ist eine interessante Idee, eine Idee, die ich viel auch mit Marc Wittmann diskutiert habe. Wir haben auch zusammen was dazu schon aufgeschrieben. Wollen da vielleicht auch noch ein bisschen weitermachen. Ich denke, die Frage, wie Perspektive und Bewusstsein und Quanten-zu-Klassik-Übergang miteinander zusammenhängen, das ist eine interessante Frage, die in den nächsten Dekaden unbedingt weiter erforscht werden sollte. Damit komme ich zu meiner Zusammenfassung. Das Universum. Dekohärenz erklärt dann aus unserer Perspektive dieses eine, wie viel es aussieht. Materie, Raum können dann als konsequente Perspektive auf dieses fundamentale Quantenuniversum verstanden werden. Der Geschmack dieser Idee, der kann aus der Konzepts verstanden werden. Meiner Meinung nach sollte Quantenmonismus ernst genommen werden als Idee über die Natur, als ein zentrales Konzept für einen möglichen Paradigmenwechsel in der Physik. Und das kann zu potenziell neuen Zusammenhängen zwischen Quantenphysik und Bewusstsein führen.